Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuerscheinungen für den Januar geben und ich muss sagen, ich habe fast nur Fortsetzungen rausgesucht und ich habe so ein bisschen durchgestöbert und habe aber nicht ganz so vieles gefunden für den Januar, was da jetzt so rauskommt. Also ich glaube, im Januar kommen wirklich hauptsächlich Krimis und Thriller und sowas raus, aber das ist ja jetzt nicht mein bevorzugtes Genre, deswegen ja, lasse ich das Ganze mal außen vor. Es kann natürlich sein, dass ich wieder einiges übersehen habe. Aber wie ihr wisst, bin auch ich nicht perfekt und alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Neuerscheinungen für Januar. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was am 2. Januar erscheint. Und zwar ist das Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es in diesem Buch auch um 4 Kurzgeschichten, also 4 erotische Kurzgeschichten von der Autorin. Und zwar einmal Secrets, was niemand weiß, Nächte der Liebe, Tage der Hoffnung, Die Unbezähmbare und Die schöne Hira und ihr Verführer. Zu diesen 4 Kurzgeschichten gibt es auch jeweils eine Beschreibung. Das lese ich jetzt hier aber, glaube ich, nicht vor. Das könnt ihr ja selber nochmal nachlesen. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox. Und ja, Versprechen der Sehnsucht. Ich liebe Nalini Singh, ihren Schreibstil einfach. Und deswegen muss ich dieses Buch lesen. Und ich liebe auch ihre Rock-Kiss-Reihe so sehr. Also, oh Gott, diese Bücher waren so gut. Und ich hoffe, dass dieses Buch Versprechen der Sehnsucht jetzt nicht wird wie der erste Teil von Rockies. Der war ja gar nicht meins. Das war das einzige Buch. Rockies 1 ist das einzige Buch von Nalini Singh, was ich nicht gut finde. Alle anderen Bücher bisher habe ich geliebt von ihr und ich hoffe, dass Versprechen der Sehnsucht da mich nicht enttäuschen wird. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn dieses Buch am 2. Januar erscheint. Das nächste Buch, was am 9. Januar erscheint, ist der 3. Teil einer Reihe und zwar Angel Fall. Ich freue mich schon so auf den 3. Teil. Ich bin so happy, dass er jetzt am 9. Januar erscheint und ich muss ihn haben und ich muss ihn lesen und die ersten beiden Teile haben mir so gut gefallen. Penryn ist eine so tolle Protagonistin und sie ist so kickass und es war so gut. Es war einfach nur gut und ich habe die ersten beiden Teile echt gefeiert und ich freue mich jetzt so, dass der 3. und letzte Teil erscheint und ich damit natürlich auch wieder eine Reihe beenden kann, aber ja, Angel Fall, ich freue mich. Ich kann euch diese Reihe auch wirklich nur empfehlen. Sie ist ganz toll und I love it. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Denn zum Inhalt kann ich euch nichts sagen, da es ein 3. Teil ist, eine Reihe und die fortlaufend aneinander hängt. Deswegen würde ich euch sonst spoilern und mich auch. Und das möchte ich nicht. Und deswegen war es das an dieser Stelle mit Angel Fall. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist ebenfalls der 3. Teil einer Reihe. Und ich glaube, es ist auch der letzte Teil einer Reihe. Und zwar der 3. Teil von Young Elites, Die Herrschaft der weißen Wölfin, erscheint am 15. Januar. Ich habe den ersten Teil gelesen. Ich habe mir den ja von der lieben Niki ausgeborgt. Und ich habe dieses Buch geliebt. Ich fand die Geschichte richtig gut. Und ja, der 2. Teil ist ja inzwischen schon draußen. Der 3. kommt jetzt im Januar. Und ich möchte diese Bücher auf jeden Fall irgendwann nochmal mit haben. Und ich werde sie mir sicherlich irgendwann nochmal mit kaufen und dann lesen. Und ich freue mich schon so. Und ich hoffe mal, dass diese Reihe jetzt damit abgeschlossen ist, denn Trilogien sind meiner Meinung nach völlig ausreichend. Wir brauchen nicht immer noch einen 4., 5., 6. Teil. Das ist echt zu viel bei solchen Jugendbuchreihen, meiner Meinung nach. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und das erscheint am 16. Januar und das ist eigentlich das einzige Buch, was jetzt wie Versprechen der Sehnsucht keine Fortsetzung ist. Alles andere, was danach kommt, sind nur noch Fortsetzungen. Und zwar ist das Resurrection, Sie kann nur einen retten. Ich habe das Buch bei Reading Fairy in den Neuerscheinungen schon gesehen und fand, das hat sich echt gut angehört und deswegen dachte ich, ich nehme es auch hier mal mit rein und stelle es euch vor. In 23 Tagen wird Lake 18 Jahre alt. An ihrem Geburtstag hat sie die einmalige Chance, genau einen Menschen von den Toten auferstehen zu lassen. Ihr Bruder war immer Lakes erste Wahl, doch dann kommen ihre beste Freundin und ihr Freund bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben. Für wen soll sie sich entscheiden? Als Lake einen faszinierenden Jungen kennenlernt, der gar nichts davon hält, Gott zu spielen, kommt ein weiterer Aspekt zu ihren quälenden Überlegungen hinzu. Und dann erfährt Lake, dass sie selbst schon einmal gestorben ist. Eine Wendung, die alles durcheinander wirft. Und ich finde, das Buch klingt richtig interessant, deswegen habe ich es mir mal mit auf die Liste geschrieben und ja, wollte es euch auch noch mal kurz mit vorstellen. So, 4 Bücher haben wir noch und die nächsten 4 Bücher sind alles Fortsetzungen und alle Bücher erscheinen am 26. Januar. Und das erste Buch, was am 26. Januar erscheint, ist der 4. Teil von Magisterium. Ich habe diese Reihe zwar nicht gelesen, aber ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen sie gelesen haben, deswegen hier die Info für euch. Am 26. Januar erscheint der 4. Teil. Das nächste Buch gehört auch zu einer Buchreihe, nämlich zur Romance Elements Reihe, aber es ist eine eigenständige Geschichte. Und zwar ist es der 3. Teil der Romance Elements Reihe, Wie die Stille unter Wasser. Und ich muss sagen, auf diesem Cover, ne, der Mann, der auf diesem Cover ist, das ist wieder so ein Mann nach meinem Geschmack. Und ach, ich finde das Cover richtig toll. Ich liebe es jetzt schon. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es im 3. Teil geht.
Momente. Menschen erinnern sich vor allem an Momente. Das Leben ist eine Summe aus einer unendlichen Anzahl von Momenten. Manche sind grausam und voller Erinnerungen an nicht vergangenen Schmerz. Manche sind unglaublich schön und voller Versprechen, die auf einen besseren Morgen hoffen lassen. Ich habe in meinem Leben viele solche Momente erlebt. Momente, die mich veränderten, die mich herausforderten. Momente, die mir Angst machten und mich in die Tiefe rissen. Doch die größten Momente, die mir das Herz brachen und den Atem raubten, habe ich alle mit ihm erlebt. Alles begann mit einem Nachtlicht, das aussah wie eine Rakete, und einem Jungen, der mich nicht lieben wollte. Und ich finde, das klingt ganz, ganz toll, und ich freue mich jetzt schon auf Wie die Stille unter Wasser. Und ja, bin schon sehr gespannt, wenn dieses Buch im Januar erscheint. Werde ich es mir auf jeden Fall gleich kaufen und lesen und holen. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Und ja, tihihi, I'm so happy, dass dieses Buch erscheint. Und ich mag das Cover so. Dieses Cover ist so toll. Ach, da ist echt so ein Mann nach meinem Geschmack drauf, ne? Halt ein richtiger Mann. Und das vorletzte Buch, was ich euch zeigen möchte, da kann ich euch wieder nichts zum Inhalt verraten, denn es ist die Fortsetzung einer New Adult-Geschichte, nämlich Verliere mich nicht von Laura Kneidl. Berühre mich nicht ist ja abgegangen, durch die Decke durch, und ich weiß nicht, dieses Buch war, glaube ich, nach, keine Ahnung, 2 Tagen ausverkauft, die erste Auflage, was extrem krass ist, was mich auch für Laura Kneidl sehr, sehr gefreut hat, denn ich mag ihren Schreibstil und ich mag ihre Art, Geschichten zu erzählen. Und ja, ich habe Berühre mich nicht auf jeden Fall auch schon da. Ich habe es gestern angefangen zu lesen. Bisher gefällt es mir richtig gut. Ich habe noch nicht sehr, sehr viel gelesen, deswegen kann ich mir über die Geschichte noch kein Bild machen, aber bisher ist es sehr, sehr vielversprechend auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich dann schon auf die Fortsetzung, Verliere mich nicht, und werde die mir im Januar auch auf jeden Fall gleich holen und lesen. Und ich möchte wissen, wie das mit Sage und Luca dann natürlich auch ausgeht, denn ich vermute, dass der erste Teil einen fiesen Cliffhanger haben wird. Ich vermute es, und ich schätze mal, es wird so kommen, weil warum sollte es sonst einen zweiten Teil geben? Tata! Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video, und auf dieses Buch freue ich mich auch schon seit, keine Ahnung, wie viel Monaten. Und zwar ist das der erste Teil der 2. Staffel der Gestaltenwandlerreihe Age of Trinity. Also so heißt die 2. Staffel Age of Trinity. Und das erste Buch heißt Silbernes Schweigen. Und ich freue mich schon so auf die Geschichte. Ich freue mich schon so auf die Geschichte. Seitdem ich weiß, dass es in dieser Geschichte um Silver Merchant geht, möchte ich sie so, so gerne lesen. Denn ich fand Silver als Charakter bisher schon sehr, sehr interessant. Und ich meine, sie ist die Assistentin von Caleb Krycek, ne? Also, es kann eigentlich nur interessant werden. Und ich lese euch auch hier mal ganz kurz den Klappentext vor zu Silbernes Schweigen. Kontrolle, Präzision und Familie. Das sind die 3 Pfeiler, auf denen die mediale Silver Merchant ihr Leben aufgebaut hat. Chaos, Emotionen und Leidenschaft haben da keinen Platz. Aber das ist genau das, was Valentin Nikolev, Alpha der Stonewater-Bären, verkörpert. Valentin hat nie eine faszinierendere Frau als Silver getroffen. Eine Frau, die er von ganzem Herzen begehrt. Doch dann wird ein Anschlag auf Silver verübt, bei dem sie fast stirbt. Ihre einzige Zuflucht ist Valentin, der sie mit seinem Leben beschützen wird. Ach, und ich finde, das klingt wieder so toll. Und ich liebe die Gestaltwandlerreihe von Nalini Singh. Und ich freue mich schon so unglaublich auf dieses Buch. Und auch das werde ich mir gleich holen und kaufen und lesen. Und oh, ich bin so happy. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Und ja, das waren alle meine Neuerscheinungen für den Januar. Ich habe wirklich geguckt, dass ich nicht allzu vieles gleich komplett Neues auch mit aufschreibe, was mich vielleicht gar nicht so hundertprozentig interessiert ist. Deswegen haben wir diesen Monat relativ viele Fortsetzungen, und ja, oh, ich freue mich schon so. Das wird ein echt teurer Buchmonat, ne? Also Versprechen der Sehnsucht, Angel Fall, Verliere mich nicht, Age of Trinity, der erste Teil, und was war's noch? Wie die Stille unter Wasser. Ich werde arm. Ich werde definitiv arm. Aber ich muss diese Bücher haben und ich will sie auch lesen. Und ich freue mich schon so. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und ja, das war's schon mit meinen Neuerscheinungen. Wie immer gilt, wenn ihr noch andere Neuerscheinungen habt, wo ihr sagt, die muss ich mir unbedingt angucken, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, genauso wie eure Meinungen. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.